Heute machen wir 10 Arten von Schülern, die jeder kennt. Wir alle müssen mal in die Schule und wir lernen verschiedene Arten von Schülern kennen. Manche fallen positiv auf, aber manche fallen wiederum auch negativ auf. Als erstes haben wir ja... Das ist der Abschreiber. Die versuchen es im Test sich immer einfach zu machen, indem man von ihrem Banknachbarn abschreibt. Aber Achtung, sowas kann ins Auge gehen, wenn der Nachbar alles falsch macht, hat man selber alles falsch. Und dann wird es ziemlich lustig, vor allem, wenn man vielleicht nach oben dran noch dabei erwischt wird. Drittens ist der Petzer. Wenn ein Mitschüler Mist baut, dann fühlt sich der andere es immer wichtig, diejenigen zu verpetzen. Was ich natürlich total Mist finde, weil das sind die Schüler, die ich am wenigsten leiden kann, die man nichts anderes zu tun haben, außer andere zu petzen, nicht einfach wichtig zu tun. Viertens, das ist der Mobber. Das sind die schlimmsten Schülertypen, die es gibt. Und die versuchen sozusagen, ihre Macht auf die Schwächeren auszuüben. Wobei das im Endeffekt nichts anderes ist, außer eine Demütigung des Opfers. Da wird man unter Opfer von jemandem und in Wirklichkeit kann der Opfer auch bleibende Schäden davon tragen. Der nächste, das ist der Sportler. Die sind in der Regel total cool und fallen auch wunderbar auf. Die kann ich auch selber sehr gut leiden. Also die sind eigentlich nicht schlecht. Siebter Typ sind die Wissenschaftler. Das sind nämlich die, die sich halt gerne mit Formeln sich auseinandersetzen und immer gute Vorträge halten wollen. Naja, nicht schlecht. Als nächster Schülertyp, das ist der Schleimer, die immer einen versuchen auf nett zu machen und immer, wo man denkt, wow, wie nett ist denn derjenige, wirklich, er macht das hinter dem Rücken anders. Naja, das ist überhaupt nicht schön. Da haben wir noch den Toilettengänger. In jedem Unterricht wird, fragt der Lehrer, darf ich mal bitte aufs Klo? Aber es kann total nervig sein. Weil in der Regel ist das gar nicht mal normal. Da haben wir noch den Schnipper, das ist nämlich der, der sich beim Melden sich immer schnippt dabei. Oder es gibt auch noch Schüler, wenn sie antworten, dass sie immer zuerst ein M machen. Das kann auch beim Lehrer vor allem sehr negativ wirken. Da haben wir noch den Spicker, die bereiten sich auf Arbeiten vor, indem sie Spickzettel machen und immer versuchen, das so ganz geschickt zu machen, dass sie nicht bei erwischt werden. Aber alleine Spicken reicht nicht. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis beim nächsten Mal.